Ja, ich glaube, dass in der ersten Halbzeit Halle schon gut am Drücker war, dass aber keine so richtig klaren Torchancen hatten und wir auch nicht so richtig dann durch die Eroberung mit Morris, der das gut macht, und dann gehen wir 1-0 in Führung, dann hast du natürlich ein bisschen Sicherheit im Rücken und so gehen wir auch in die Pause und ich glaube in der zweiten Halbzeit ähnliches Spiel bisschen, aber wir machen dann das 2-0, was ganz, ganz wichtig war, weil auch wenn wir Halle spielen lassen haben, es immer eklig wurde zu verteidigen. Und ich muss ein großes Lob an die Mannschaft machen, wie wir uns dann nach der roten Karte in jeden Ball werfen, wie wir unbedingt wollen, dass die Null steht, war schon überragend. Ja, am Ende stehen die 3 Punkte. Ich denke, es war kämpferisch, sowohl als auch fußballerisch eine starke Leistung von uns. Wir sind über den Kampf ins Spiel gekommen. Ja, ein bisschen glücklich, glaube ich, ist das 1-0 gefallen. Aber am Ende des Tages steht 2-0 für uns und keiner fragt danach, wie es war. Ja, war definitiv nicht das beste Spiel von uns, aber wenn man jetzt 4 Spiele am Stück verloren hat, muss man über den Kampf kommen. Ich denke, deswegen haben wir gemacht und deswegen haben wir verdient gewonnen. Ja, sehr gut. Also ich glaube, für jeden Einzelnen ist es endlich mal eine Belohnung nach den letzten Spielen, wo wir immer in Führung waren, es nicht über 90 Minuten hinbekommen haben. Und ich glaube, es tut jedem ganz gut und so können wir gut in die nächste Woche gehen. Extrem gut. Also vor allem nach der Scheiße, die wir durchgemacht haben, immer ordentlich gespielt, aber keine Punkte mitgenommen, tut der Sieg extrem gut. Extrem gut, also war schon viel Druck auf dem Kessel und deswegen war es eine Erlösung für die ganze Mannschaft, für das ganze Team und ich denke, das haben wir uns heute auch verdient. Ja, also ich freue mich für die Mannschaft, für den Verein, dass wir uns belohnen konnten und ich freue mich natürlich auch für mich persönlich. Aber anhand meines Jubels hat man, glaube ich, auch gesehen, dass ich noch einen sehr großen Respekt vor dem Verein hier habe, der sehr verhalten war, der Jubel. Aber trotzdem, für meine Mannschaft freut es mich und kann so weitergehen. Es sind so die Fragen, die sind schwer. Ich fand eigentlich, die Spiele davor haben ja auch ordentlich im Fußball gespielt, haben uns leider nicht belohnt und heute war einfach das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Und wir haben uns dafür belohnt, für unseren Aufwand. Ja, ein-, zweimal unsicher gewesen, muss nicht sein. Aber die Mannschaft hat heute jeden Fehler, egal ob von mir oder von irgendwem anders, alles weg verteidigt. Und ich konnte mich auf die verlassen. Die konnten sich, denke ich, auch auf mich verlassen in der einen oder anderen Situation. Und deswegen, ja, war in Ordnung. Ich glaube, es war immens wichtig. Es war dieser psychologisch richtige Moment, um dann einfach noch mehr Sicherheit im Rücken zu haben. Weil mit dem 1-0 ist es immer sehr, sehr eng, haben wir die letzten Spiele auch gemerkt. Und ich glaube, mit dem 2-0 machen wir es am Ende dann ganz gut, wie wir es verteidigen. Und am Ende steht die 0. In 2 Wochen fragt keiner mehr, wie wir uns am Ende reingeschmissen haben. Aber ich kann nur einen Hut ziehen vor der Mannschaftsleistung. Extrem wichtig, weil Einzelführung, kriegst ein Gegentor, dann fängt wieder das Kopfkino an. Und dadurch, dass wir das zweite nachgeschoben haben, war es halt für uns wie so ein Befreiungsschlag und hat uns extrem viel Mut gegeben auf dem Platz. Ja, ich denke, wir standen defensiv extrem gut. Jeder hat gearbeitet, man hat es gesehen. War nicht perfektes Spiel, wir haben auch einiges zugelassen, aber jeden Schuss geblockt und das haben wir die letzten Spiele nicht gemacht. Deswegen war es am Ende selten wirklich gefährlich, obwohl sie gefährlich vom Tor waren, aber immer ist irgendwo reingeflogen und ich denke, das war der große Unterschied. Ja, was heißt besser zusammengewachsen? Davor waren wir auch schon eng beieinander. Ich glaube, uns allen ist einfach diese Woche nochmal bewusst gemacht worden, in welcher Situation wir gerade sind. Und ich glaube, das hat jeder angenommen und deshalb sah es auch heute aus wie eine Einheit auf dem Platz.